Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim heutigen Video. Wir stellen uns heute die Frage, was Salz mit einer Sucht zu tun hat, mit den Hormonen und mit Stress und warum wir, wenn wir in stressigen Situationen sind, häufiger salzen, was das mit sich bringt, was es für Risiken birgt, dass wir vielleicht sogar salzabhängig sind und was das mit dem Stress zu tun hat. Und dass uns die Kombination aus allem häufig daran hindert, dass wir uns glücklich fühlen können. Wenn wir nicht erkennen, dass wir eine Sucht haben, dann wird es schwierig. Und der erste Schritt beim Thema Sucht ist, sich bewusst zu machen, was alles abhängig machen kann oder dass man vielleicht eine Abhängigkeit hat, von der man gar nicht weiß. Und da verlinke ich euch auch mal ein Video zum Thema Salz, weil Salz nicht nur unseren Körper schädigt, sondern auch im Gehirn wirkt wie Heroin, wie eine Droge. Salz in einer zu großen Menge ist unglaublich schlecht für uns. Und wir vergiften und schaden uns aber täglich damit. Und die Tagesdosis, die empfohlene, ja, da sind wir weit drüber hinaus häufig. Aber wir beschäftigen uns nicht damit, weil Salz ja gesund ist. Weil uns keiner davor warnt. Es ist aber überall drinnen. Und was ist, wenn du mal den Versuch startest, sich nur an die empfohlene Tagesdosis zu halten. Denn die haben wir schon, wenn wir uns auch ausgewogen ernähren, auch mit Wildkräutern, ja, oder auch Käse, Eier, überall ist Salz drin. Wir haben die Tagesdosis, ohne den Salzstreuer in die Hand zu nehmen. Aber wir tun es häufig trotzdem noch. Deswegen beschäftigen wir uns häufig damit, welches Salz gesund ist. Aber wir stellen uns gar nicht die Frage, ob wir das überhaupt in der Menge brauchen. Aber wie gesagt, guckt euch da mein Salzvideo an. Da erkläre ich die ganzen Zusammenhänge, auch hormonell und nervlich. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist nicht nur die, haben wir alle eine Salzsucht, sondern auch die, wovon kann man denn eigentlich abhängig werden? Es ist nicht nur Salz, Zucker, Kaffee, Essen von anderen Menschen, Eifersucht, Zigaretten, Alkohol, die bekannten Drogen, die illegalen, Sex, Sport, Arbeit, das sind alles Dinge, von denen wir abhängig sein können. Und es ist auch völlig egal, was davon legal ist und was nicht legal ist. Eine Sucht ist eine Sucht, aus meinem Verständnis. Und natürlich kann man sagen, ja, Daniela, aber was weiß ich, Heroin ist doch viel schlimmer als Salz. Mir geht es gar nicht darum, zu gucken, was ist schlimmer und was ist nicht so schlimm. Das ist mir völlig egal. Mir geht es darum, auch hier am Urproblem anzusetzen und jetzt nicht zu überlegen, was schlimmer ist und was nicht schlimmer ist, warum wir gegen Süchte kämpfen im Außen, gegen Suchtmittel wie Drogen. Das ist nicht zielführend. Zielführend ist immer die Frage, warum brauchen wir Menschen das? Warum brauchen wir Menschen die Suchtmittel? Was fehlt uns allen? Und das ist wichtig, einfach die Parallelen der Sucht sich nochmal anzugucken. Und das hat immer auch mit den Hormonen zu tun. Nicht nur Dopamin und Serotonin, sondern auch generell der Hormonhaushalt ist bei Menschen, die abhängig sind von etwas, egal von was oder wem, ist immer der Hormonhaushalt durcheinander geraten.
Und das ist es nämlich, was jedes Suchtmittel Gleiches hat. Egal welches, egal ob das legal ist, egal ob das eigentlich gesund ist in der richtigen Dosis. Es hat immer damit zu tun, dass der Betroffene ein Problem hat mit seinem Hormonhaushalt. Und Hormone haben immer mit was zu tun? Mit den Gefühlen. Also auch hier beim Thema Sucht ist es ein Urproblem von uns Menschen. Nur deuten wir häufig mit dem Finger auf andere, die offensichtlich ein Problem haben. Und meistens tun wir das dann, wenn wir auch eins haben, nur es ist uns nicht so offensichtlich. Also ich habe vielleicht eine Salzsucht und verurteile aber jemanden mit einem Alkoholproblem. Und bin mir gar nicht bewusst, dass ich ja selber ein Thema habe. Und Salz ist sehr, sehr schlecht für unseren Körper, wenn wir es damit übertreiben. Wie mit allem im Leben. Guckt euch bitte mein Salzvideo an. Das ist so wichtig, dass jeder auf den Salzkonsum achtet. Weil vielen eben gar nicht bewusst ist, dass sie abhängig sind von was, weil man es ja jeden Tag verwendet, so wie den Salzstreuer. Und weil man nicht in den Nachrichten hört, oh, hier wieder 5 Tote wegen Salzabhängigkeit. Also auch erstmal sich bewusst zu machen, dass man vielleicht ein Problem hat und dann hinzugucken, was will mir das jetzt sagen? Und Salz hat immer mit Stress zu tun. Je mehr Stress wir haben, umso weniger Geschmacksempfinden haben wir auch und umso mehr stumpfen wir ab. Also nicht nur die Sinne, wie auch der Geschmackssinn, sondern auch die Gefühle. Und dann verwenden wir auch mehr Salz. Nicht nur, um wieder einen Geschmack zu haben, weil die Sinne sind ja abgestumpft. Ja, das ist auch eine Kompensation, eine Ersatzhandlung. Und Salz schädigt unsere Nieren und Stress schädigt auch unsere Nieren. In stressigen Situationen verwenden wir aber dann noch mehr Salz. Also schaden wir uns nicht nur körperlich mit dem Salz, sondern auch mit dem Stress. Und auch hier gilt das Thema, das ganzheitlich zu sehen. Wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen sage, ich verzichte auf Salz, ist schon mal sehr, sehr gut. Aber es hat auch einen Grund, warum man davon abhängig ist. Und wenn man dann den Stress, den man in sich hat, nicht auch versucht zu reduzieren oder die Ursache dafür zu minimieren, dann kann es sein, dass man sich wieder eine Ersatzdroge sucht und dann sich die Sucht nur verschoben hat. Weil gerade auch beim Thema Stress ist es dann so, dass wir versuchen, uns die Glückshormone von außen zuzuführen, im Sinne von Stoffen, die irgendwelche schönen Gefühle in uns erzeugen, Glückshormone. Aber der Körper gar nicht glücklich sein kann, weil er ja noch voller Stress ist. Und wir ärgern uns dann, dass wir nicht glücklich sein können und wollen immer mehr zuführen, immer mehr, immer mehr. Aber im Körper herrscht ja Krieg, gerade in stressigen Situationen, gerade wenn man schon ein sehr sensibler Mensch ist. Innerlich, ständiger Kampf. Wie soll denn da der Körper glücklich sein? Der kann ja gar nicht. Es ist nicht möglich, technisch. Und wenn wir dann noch mehr salzen, machen wir ihm noch mehr Stress. Wenn wir noch mehr essen, machen wir ihm mehr Stress. Wenn wir uns noch mehr Gedanken machen und uns noch mehr verurteilen, machen wir ihm noch mehr Stress. Und dann wundert sich jeder, warum man nicht glücklich sein kann. Weil uns der Stress abstumpft
das Salz abstumpft, unsere ganze Lebensweise uns abstumpft, nicht nur eben die Sinne, sondern auch emotional. Und je weniger wir wahrnehmen mit unseren Sinnen, umso weniger fühlen wir und umso weniger Freude haben wir im Leben, weil wie ist es denn, wenn man was isst und nichts schmeckt? Furchtbar. Furchtbar ist es. Essen und nichts schmecken ist ganz, ganz schlimm. Aber das sind eben auch hier keine psychischen Probleme. Das sind einmal körperliche, unter anderem durch zu viel Salz, aber auch emotionale, weil wir auch emotional abstumpfen, nicht nur aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen oder Gefühle, die wir nicht leben dürfen. Ja, es sind immer emotionale Themen, Schmerz, den wir in uns einschließen. Ja, das spielt alles immer mit rein. Und da seht ihr auch mal wieder, wie das Körperliche, wie jetzt mit dem zu viel Salz, in Zusammenhang steht mit den Hormonen und mit dem Stress. Und dass wir uns das häufig gar nicht so in der Ganzheit bewusst sind, was da alles dahinter steckt. Man sagt auch nicht umsonst, Stress geht an die Nieren. Salz aber auch. Und in stressigen Situationen salzen wir noch mehr. Wir schaden uns auf allen Ebenen. Und wenn wir da nicht rauskommen aus der Spirale, dann wird es auch nicht besser. Weil wenn wir nicht das Salz reduzieren, dass sich auch das Nervensystem wieder entspannen kann, die Organe entlastet werden, wir uns nicht ständig vergiften, wenn wir das nicht reduzieren, dann kommt auch der Geschmack nicht zurück, das Geschmacksempfinden, die Sinneswahrnehmungen. Aber das allein ist es eben nicht, weil wenn wir nicht auch an unseren emotionalen Themen arbeiten und beginnen, die Gefühle zu äußern und auch den Stress abzubauen, auch im Leben, egal was uns Stress macht. Vielleicht ist es der Partner, vielleicht ist es der Beruf, vielleicht ist es aber auch einfach, dass wir nicht glücklich sind, weil wir falsch positioniert sind, sage ich jetzt mal, im Leben. Dass wir ein Leben führen, das uns nicht glücklich macht, das uns unter Stress versetzt. Und wenn wir das nicht auflösen, dann beheben wir nicht die Ursache. Deswegen auch beim Thema Salz und Sucht und Hormone, es spielen auch hier wieder die Gefühle eine ganz, ganz große Rolle und es ist wie immer wichtig, das einfach ganzheitlich zu sehen, die Zusammenhänge zu erkennen und wie immer am Urproblem anzusetzen, an den Gefühlen. Und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Und ich freue mich wie immer über jedes Like, über jeden Kommentar und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ja, gerne darfst du mich auch kontaktieren, wenn du persönliche Unterstützung brauchst. Ich führe meine Beratungen per Telefon durch und ich verlinke auch unten meine Kontaktdaten. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video. Und bis dahin, vergiss nicht, es ist völlig egal, was andere über dich oder dein Leben denken. Wichtig ist, wie du dich fühlst.